Hallo meine lieben Survivor da draußen vor dem Bildschirm und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, vollständigen Folge heute hoffentlich von Mist Survival. Ich bin wie immer die Helly und freue mich natürlich auch wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ja, Leute, was ist passiert? Ja, ich habe ja im Community-Tab schon geschrieben, ich hatte zwei Folgen aufgenommen gehabt, war dann doch nochmal im Hotel und hab dann den Block nochmal erledigt und alles gelootet und hier und da. Und habe bei der Aufnahme nicht gesehen, dass die Szene von der Aufnahme verschoben war. Ja, ich demonstriere das mal eben. Ja, wartet, ich zeige euch das. Spielaufnahme. Ich habe gefettfingert und bin so. Wohl irgendwie habe ich die Szene so verschoben. Ja, und alle beiden Aufnahmen waren halt dann so. Ich habe es nicht mitgekriegt beim Aufnehmen. Wollte ich euch nicht präsentieren, wollte ich euch nicht zumuten. Ich habe ein bisschen gelootet, ja, ich habe gut Munition noch für die Reifel bekommen und noch ein paar andere Sachen, ein bisschen Rüstung noch gekriegt. Ja, und bin dann letztendlich nach der zweiten Folge, die ich aufgenommen hatte, da habe ich nur ein bisschen gelootet, nichts groß gehabt, hier gelandet. Und ja, hier fangen wir halt jetzt an. Ich bin froh, dass ich nach der zweiten aufgenommenen Folge aufgehört habe, ja. Und ihr werdet lachen, mir ist das tatsächlich mit dieser Szene erst aufgefallen, als ich das hochgeladen habe auf YouTube. Ja, ich habe das vorher tatsächlich nicht gesehen, dass die Szene da verschoben war, ja. Und naja, jetzt sind wir hier, neue Folge, neues Glück, das Bild sitzt, Dreiwettertaft und so, ihr versteht mich. Und hier ist ein großes Banditenlager, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich sehe zumindest gerade keinen. Aber hier ist bestimmt irgendeiner drin. Ja. Und ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe ein bisschen Schiss. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt kam Test Branch, Leute. Neues Update von Mist Survival. Dafür müsste ich aber wieder auf den Testbranch loggen. Da gibt es jetzt neues Questsystem, neue NPCs und hast du nicht gesehen. Müsste ich aber dann auf den Testbranch und dann wäre dieser Spielstand hier natürlich weg. Und deswegen meine Frage an euch. Wollt ihr den Testbranch sehen? Soll ich nach der Folge einfach mal auf die Beta umschalten und wir gucken dann da rein von vornherein nochmal oder soll ich hier einfach weiterspielen und warten bis nächstes Jahr, bis hier halt ein ordentlicher, richtiger, fester Patch dann kommt. Ja, haut mir das doch mal unters Video in die Kommentare, würde mich interessieren. Finde ich wichtig zu wissen. Ja. Ich meine, ich bin echt neugierig, was der Testdings da hat. Ich könnte natürlich das Safe Game hier vorher im Backup machen und sichern. Ich muss jetzt erstmal gucken, Leute. Ich muss erstmal abchecken, wer hier rumschleicht, wie viele hier sind, ob sich das lohnt. Könnte ich hier drauf? So. Erstmal Luki-Luki machen. Eins, zwei, drei. Da ist ein Turm. Okay, das haben die da hinten gar nicht mitgekriegt. Ah doch, da. Ey, warte mal, wie schnell kippen die denn um? Wie sonst? Oh. Da habe ich so ein... Oh. Da habe ich so ein Schiss, ja? Dass die, wer weiß, wie mörderstark sind, ja? Und ich schieße die hier. Ja, gut, ich meine, das ist die Rifle.
viel Muni habe ich jetzt noch? 37 Schuss habe ich noch. Ah, habe ich sonst Schiss hier? Und dann können die hier gar nichts. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Warte mal, wir gucken mal. Der hat Handschuhchen. Der sonst noch irgendwas? Oh, guck mal hier. Und hier. Und hier. Ich bin jetzt trotzdem vorsichtig. Ich weiß ja nicht, ob hier noch welche sind. Ich könnte mir vorstellen, nicht, dass auf dem Turm da oben gleich ein Scharfschütze sitzt, der einmal schießt und dann bin ich, dann war es das für mich. Ja, aber ich meine, gut, die, die können ja wirklich nichts. Oh, schade. Broken Shotgun. Ich habe jetzt gedacht, das wäre eine automatische oder so. Würde ich total feiern. Okay, die haben aber wirklich nicht viel mit, ne? Ich frage mich die ganze Zeit, wo ist der Hund, Leute? Ja, es gibt doch hier auch einen Hund im Spiel. Oder die Tussi zum Beispiel, hier dieser NPC, den man mitnehmen kann. Wo ist der? Sitzt da noch einer auf dem Turm? Ich glaube nicht, oder? Ah, alles kaputte Waffen. Ah, ich bin mal ein bisschen vorsichtig. Guck mal hier, warum habe ich nicht so eine coole Maske? Ah, eine Machete. Ein bisschen Munition, ne? Schalldämpfer? Ne, Suppressor, okay. Das war's schon. Mehr sind hier nicht drin. Irgendwie hakt es gerade leicht hier. Das gibt's doch nicht. Wir müssen das hier so am Haken. Machen wir mal Screenshot. Ich gehe mal nach oben. Wenn jetzt irgendeiner kommt, muss ich halt schießen. Ja, wir machen so. Na, Stamina, geh weg. Und so. Wirklich leicht am ruckeln hier. Ich weiß nicht warum. Oh, guck mal, hier ist gutes Essen. So, ist hier irgendwo der Hund? Ich hätte gern den Hund. Okay, da läuft noch irgendwo, läuft noch einer rum. Gib mir deine Weste. Er hat er leider nicht, schade. Pocket, was das hier ist, keine Ahnung. Was ist denn das? Ach, Gunpowder. Okay, komm, ich schmeiße es sofort raus. Nee, da, jetzt kann ich es aufheben. Die haben so coole Sachen an, die hätte ich auch gerne. Komm, den nehmen wir mit nach unten. Den können wir vollpacken. Den stelle ich mal hier hin. Ich nehme mal an, dann ist auf dem anderen Turm wahrscheinlich auch noch einer drauf. Jetzt weiß ich ja nicht. Hallo. Aha. Jetzt weiß ich ja natürlich nicht. Nee. Propanbottle. Also, irgendwas stimmt doch hier nicht in dem Spielstand. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie schnell die hier wieder respawnen. Ich hoffe nicht allzu schnell.
ist aber schlecht bewacht, das Ding, ne? Das ist echt schlecht bewacht. Also bitte. Muss doch schwer bitten. Was ist denn los hier? Oh, das nehme ich alles mit. Auch mit. Okay, schade, ist der Hund nicht hier? Oder zumindest die Tussi. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Kate, keine Ahnung. Oh, da ist mein... Ach, Leckum, komm. Ach, Jesus Christ. Also, ey, sag mal, gibt's doch nicht. Ist hier irgendwo ein kleiner Hund? Ich hätte gerne einen Schäferhund. Oder noch eine Rucksackerweiterung, Leute, die würde ich jetzt auch feiern. Dann hätte ich den Rucksack wahrscheinlich voll. Okay, keiner hier. Okay, wir gehen rein. Hello? Boah, ist hier viel Zeugs drin. Verließen sie mich, da war meine Tasche wieder voll. Guckt mal, Leute, der Hund muss doch hier sein. Der muss doch hier sein. Wenn ich da so ein Ding für den Hund bekomme. Ich frag mich nur, warum die Folge, also warum das Spiel so hakt. Nervt mich gerade ein bisschen. Warte mal, hier ist ein Käfig. Ist da ein Hund drin? Nein. Ah, bin ich doof. Ist doch bestimmt irgendwo. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Was war am Hamba? Hier gutes Essen. Hätte ich im Keller eingesperrt oder so. Empty, 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 okay. Messern und Bogen. Schade. Geil, ne? So eine Gefängniszelle hier finde ich super. Okay. Propangas nehme ich auf jeden Fall mit. Ach, schade. Schade, Leute. Jetzt habe ich gedacht, ich kriege hier einen Hund oder so. Aber vielleicht ist er ja noch irgendwo hier. Irgendwo ist er. Naja, und so wirklich gefährlich sind die ja jetzt auch nicht gewesen, ne? Die Banditen, die Räuber, wollte ich jetzt sagen. Die ollen Räuber.
Oh, das ist auch geil. Wartet mal. Wir machen jetzt erstmal. Wo ist die Tür? Da. Erstmal stellen wir es hin. Ah, guck mal, eine Batterie, falls meine Batterie kaputt geht. So, wo war ich? Wo war ich? In welchem Raum war ich? Oh, warte mal, ist das noch ein Helm? Den nehme ich komplett mit, komm. Kann ich gleich ins Auto packen. So, warte mal, hier war ich, da war ich. Da kam ich gerade rein. Die haben wir aufgemacht. Hier ist nur noch die leere. Okay, dann nehmen wir mit. Genau das wollte ich looten. Voll gruselig. Hier voll die Kerzenhalter und so. Oh mein Gott, warum gibt's denn hier so viel Loot? Das ist ja schrecklich. Aha. Es gibt also nochmal eine. Aha. Nochmal ein Flammi. Noch ein Flammi. Hello. Ach komm, Leute, ey, hier muss doch irgendwo der Hund sein. Gibt's doch gar nicht. Mit dem kann ich jetzt eh nichts mehr. Oh, warte mal, was ist das? Das ist einfach nur Papier. Okay, davon habe ich eh genug. Ah, nützt alles nix. Ich muss nochmal raus und Auto vollpacken. Compound-Bogen! Oh mein Gott, ja, ich muss auf jeden Fall nochmal raus. Ich muss auf jeden Fall nochmal raus. So. Wie geil. Wo war das? Warte, wo war's? Wo war der Raum? Mit dem Compound-Bogen. Yes, Baby. AK-Drum-Magazin. Drin haben. Okidok. Gut, also der Loot ist auf jeden Fall geil, Leute. Der Loot ist auf jeden Fall gut. Hat sich schon gelohnt. Das nehmen wir auch mit. Ja, schade. Also ich habe jetzt echt gehofft, dass ich den NPC hier kriege. Aber es sieht nicht danach aus. Da waren wir drin. Dann sind wir hier rum. Alles haben. Broken Machine Gun. Ein Fichtenmoped, ich glaub's nicht.
sieht schon so ein bisschen, ja, nach Kult aus hier, Leute. Guckt euch das an, Leute. Ja, machen wir mal so hier. Zack. Gut, also entweder gucke ich jetzt gerade nicht richtig. Ja. Und ich könnte hier rein theoretisch doch noch Hund, Katze, Maus finden, aber ich glaube eher weniger, oder? Nein, kann ich nicht mitnehmen. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Ja, schade. Schade, schade. Ja, ich kann nicht rennen. Ich bin zu schwer. Okay. So. Jetzt können wir aber hier nochmal ruhig gucken. Eventuell habe ich etwas nicht richtig nachgeguckt, nicht gesehen. Da war ich auf jeden Fall mit, nicht. Bam, 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 bam. Licht an hier, ich sehe so schlecht. Tja, schade. Schade, schade, schade. Ja, Leute, also wenn ihr wisst, in welchem Lager der Hund ist oder der NPC ist, oder gibt's die gar nicht mehr? Alter, ernsthaft? Ein Motor. Wup, 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 wup. Geil. Motor muss ich natürlich jetzt tragen. Da hinten steht mein Auto. Ich trage das mal hier so hin. Nicht, dass hier gleich respawn ist. Ich werde überfallen oder so. Hier alles nehmen. Schade, also Leute, wenn ihr wisst, wo der Hund ist oder der NPC, na, haut's mir unter das Video. Den Hund, den hätte ich schon gerne und den NPC. Dumm, dumm, dumm. Die Stormy weiß das bestimmt. Stormy. Obwohl, ja, die, ich weiß nicht, ob das weiß auf der Karte hier. Das ist ja wieder eine komplett andere Karte. Es wird ja so wahnsinnig viel geändert. Ansonsten sehe ich hier nichts mehr. Da kann ich nicht hoch. Ja, da oben waren wir und hier ist auch nichts mehr. Ja, Leute, ich würde sagen, erfolgreiche Loot-Tour. Erfolgreich. Und hier ist auch nichts. Naja, gut. Schade, kein Hund da, aber trotzdem cool. Ja, irgendeiner hat mir gesagt, der Hund würde irgendwo in irgendeinem Banditenlager in einem Käfig sitzen.
kann natürlich sein. Aber hier ist er leider nicht. Oh, der NPC halt auch nicht. Deswegen. Also wenn ihr das wisst, wo die sind, ja, sagt mir Bescheid, Leute. Sagt mir einfach Bescheid. So, jetzt einmal hier noch hoch. Boah, ich sollte vielleicht wirklich mal jetzt diese Waffenwerkbank irgendwie herstellen. Hier ist auch nochmal Propan. Das ist sehr gut. Okay, aber ansonsten. Also wenn ich jetzt irgendwas übersehen habe an wichtigen Loot, dann weiß ich auch nicht. Das kann ich nicht nehmen. Das auch nicht. Und ein Motor, Leute. Ey, was will ich mehr? Und auch ein Motor. Wie geil ist das bitte? Ja, und noch zwei volle Propangasflaschen. Und eine Menge Waffen. Eine Menge Muni. Der Compound-Bogen. Oh, das wird geil. Das wird geil, Leute. Nächste Folge. Nächste Folge gehen wir ins andere Banditenlager. Ihr erinnert euch, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, wo ich bei mir da oben an dem Dings stand und dann dahin wollte schon. Und dann gesehen habe, okay, die sitzen da mit Lasergewehr oben auf dem Dach. Beziehungsweise auf den Türmen. Gut, dann packen wir das Auto voll. Da komme ich ja nicht drauf. Alleine, dass ich schon einen Motor gekriegt habe, also noch einen Motor gekriegt habe, finde ich super. Bum, 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 bum. Das wird jetzt ein Krampf. Ey! Warum denn? Hallo? Ist der kaputt? Mach keinen Scheiß. Wieso? Wieso ist mein? Warum? Warum ist der abgegangen? Leute. Wenn der jetzt kaputt ist. Heulig. Wobei bei mir vor der Haustür steht noch ein neuer, aber trotzdem ist der dann hier vollgepackt. Hier. Glaube ich, spinne. So, müssen wir gleich mal gucken. Warum der jetzt da abgegangen ist, verstehe ich nicht. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Aber der Loot war auf jeden Fall gut, Leute. Der Loot ist jetzt echt geil gewesen. Ja, jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Munition und Zeugs. So, jetzt muss ich erstmal gucken, warum mein... Okay. Ja, Leute. Also, der Loot war gut.
Ich muss immer noch aufpassen hier. Einmal zu viel auf W drücken. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja. Und würde mich natürlich wieder immer über einen Kommentar freuen und über ein Däumchen nach oben. Ja, wenn ihr wollt und mögt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren. Und jetzt erstmal wirklich, ich muss so viel sortieren. Und einrichten. Und dann gucke ich mir erstmal in Ruhe an, welche Werkbänke ich jetzt herstellen könnte. Ja, was wir da alles machen können. Und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Alter, fahr nicht so schnell. Freue mich auf die nächste Folge mit euch und würde sagen, bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ja.